Und damit willkommen, nee, nicht in Hannover, aber das sind über 10.000 Fans aus der Fremde. Klasse Stimmung, seit über 3 Wochen ausverkauft. Und die Bochumer machten die eigenen Fans vor der Partie heiß. Und die Fans wussten, was heute passieren musste. Wir schlagen heute Hannover und wir drücken heute einfach nur die Kölner ein bisschen die Daumen. Da packen wir das. Ja, mit den Kölnern, das hat nicht so funktioniert. Also, dann mal hinein. Eins ist klar, ein Sieg mit 2 Toren, das wäre für Bochum optimal. Hannover brauchte einen Sieg, um sich direkt zu retten. So also die Ausgangsposition. 9 Minuten vorüber, Hannover begann sehr, sehr gut. Und das war Brüching! 1-0, ein Schock für Bochum. Der Niederländer mit seinem 3. Saisontor, Rückrunden-Arnold, nennen sie den, 19 seiner 20 Bundesliga-Tore in der Rückrunde erzielt. Wir sehen da, erst Foul von Bönig, Brüching am Boden, will den Freistoß, bekommt ihn nicht. Und jetzt schießt Balic und dann Brüching, nicht im Abseits, im passiven Abseits. Und jetzt greift er herrlich ein. Und für Herrwagen gab es da kaum was zu halten aus kürzester Distanz. Jubel auf der einen Seite und logischerweise Schockzustand beim ehemaligen U19-Trainer Wosch, der einstigen Zaubermaus. Aber Zeit war ja noch genug. Sie hatten auf Standards trainiert, aber da war Hannover drauf eingestellt. 13. Minute ist das Aschemian, der heute von Beginn an spielt. Übrigens der Ball striff knapp am Pfosten. Er sagte, ruhig Leute, ganz ruhig, denn er spürte, das war noch lange nicht gelaufen, ist doch klar. Dann kam Schmiedebach, gut gemacht. Sie drückten weiter nach vorne, die waren aggressiver, die Gäste. Brüching, Hanke, der trifft wieder. Zuletzt gegen Gladbach, nach 13 Monaten Tor, Gefrierschock. Und jetzt Hanke zum 2. Mal in Folge erfolgreich. Einfach präsenter, die Gäste. Bochum traute sich zu wenig zu, zeigte zu wenig. Und schauen Sie mal, der passte ganz genau. Keine Chance für Herrwagen. Und das der Jubel von Slomka, der die Mannschaft 2 Tage abschottete im Training, im eigenen Stadion und vor allen Dingen auf hohe Bälle trainierte. Und das war die beeindruckende Fankulisse der Gäste. Ja, und der war im falschen Stadion, Augsburgs Geschäftsführer Rettig. Und der sagte, weiter, komm, weiter, weiter. Aber war das noch aufzuhalten? Standardsituation, 28. Minute. Asuak dann in der Mitte. Hagi gegen Maltritz. Gräfe, der Schiedsrichter, sagte und machte nichts. Aber da hätte man durchaus Elfmeter geben können. 45 Minuten vorbei. Hannover spielte das richtig gut. Und Hellbach, Schmiedebach, der ganz stark unterwegs war. Unglaublich viel Loif. Genauso wie auch Pinto. Kein Abseits. Pinto, 3-0. Der hatte bisher nur zu Hause getroffen. Der ehemalige portugiesische U21-Nationalspieler mit deutschem Pass. Es war wieder kein Abseits. Und klar, Bochum musste was riskieren. Aber das war alles halbherzig. Es war zu wenig. 0:3 zur Pause. Die Ex-Trainer waren da. Heinemann, herrlich. Auch er im Stadion. Und der jetzige, er war komplett verzweifelt. 0:3 zur Halbzeit. Und schauen Sie mal, Epalé, der wurde gleich gebracht. Der heulte schon auf der Ersatzbank. Was für ein Resultat. Es war nicht zu glauben. Was war mit der Moral? Sie spielten jetzt mit Dreierkette in den zweiten 45 Minuten. Das ist Mavrai. Aber da waren schon 60 Minuten vorüber. Hannover stand gut und clever. Und wenn wir ihn genauer anschauen, Enttäuschung pur bei Darius Wosch. 63. Minute, das ist Fuchs. Und ja, hier, die hatten eine Menge Stürmer jetzt auf dem Platz. Mit einem Dedic, mit einem Epalé. Aber die Verteidiger machten es fast und die Fangruppen. Das ist Hannover und wir schauen mal rüber nach Bochum. 83. Einen haben wir noch, aber es war längst gelaufen. Das ist Dedic. Und Fromlowitz, der eine starke zweite Hälfte spielte. Am Ende dann Jubel bei Hannover 96.
die letzte Möglichkeit in der ersten Liga bis auf Weiteres für Bochum. Hannover hat mit diesem Sieg den direkten Klassenerhalt geschafft. 9 Tore in den letzten 2 Spielen. Tja, und auf der anderen Seite Bochum zum 6. Mal abgestiegen. Und das war die Achterbahn der Gefühle auf beiden Seiten danach. Jetzt fragen wir mal nach, Ecki Häuser, bei einem Torschützen. Wie war das denn vor der fast eigenen Kulisse? Ein überwältigendes Spiel, auch letzte Woche schon gegen Gladbach. Und wir haben heute noch mal einen draufgesetzt. Und es war einfach geil von dieser Kulisse. Die Fans, 12.000 Zuschauer waren es, glaube ich, die von Hannover mitgekommen sind. Und es ist einfach richtig geil. Auf der anderen Seite Tristesse pur und ein total deprimierter Trainer. Ja, wir wollten eigentlich draufgehen, vorne draufgehen. Aber man hat nichts gesehen. Es gab jetzt zum Schluss sehr unschöne Szenen. Fans, die den Platz gestürmt haben, auch handgreiflich geworden sind gegenüber Spielern. Wie empfinden Sie das als langjähriger Profi? Kann ich alles nachvollziehen. Die Jungs, die Fans wollen erst Liga bleiben. Und das, was wir abgeliefert haben, das geht gar nicht. Das heißt, der VfL Bochum ist heute zu Recht abgestiegen? Auf jeden Fall. So wie wir heute uns verkauft haben nach außen, war eine Katastrophe. Und ja, da muss man sich Gedanken drüber machen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.